kurz erklären, was der TV-Browser ist und was man damit machen kann. Der TV-Browser ist ein kostenloses Programm, das sich jeder aus dem Internet herunterladen kann und eine Fernsehzeitschrift auf den Computerbildschirm bringt. So, wenn man das herunterladen möchte, geht man auf www.tvbrowser.org, geht hier auf Download und lädt sich hier die entsprechende Datei herunter. Der TV-Browser basiert auf Java, das heißt, er ist in Java geschrieben, deswegen braucht man auch noch die Java Runtime. Die kann man sich hier bei java.com herunterladen, installieren. Wenn man das gemacht hat und das Programm eingerichtet hat, dann kommt man in einem bestimmten Schritt dazu, dass man die Sender auswählt, die einen interessieren. Das geht so, dass man hier links die verfügbaren Sender hat. Und wenn man einen Sender hinzufügen möchte zu seiner Senderliste, dann wählt man den entsprechenden Sender aus hier, klickt auf den Pfeil und schon hat man den Sender zu den dargestellten Sendern hinzugefügt. So, jetzt möchte der TV-Browser aus dem Internet die Programmdaten laden und hat mir den hier hinten angefügt. So, zu den einzelnen Sendungen kann man hier eine ausführlichere Beschreibung nochmal anschauen, mit Bewertung oft, Schauspiele und so weiter. Manchmal noch Links. Das Schöne ist eine Filterfunktion, wenn mich zum Beispiel nur Filme interessieren heute, dann gehe ich auf diesen Filter und schon werden alle anderen Sendungen ausgeblendet. Ich deaktiviere das wieder mal. Dann sieht man hier Sendungen, die haben eine gelbe Farbe im Hintergrund und man sieht hier so eine Perle. Das kommt daher, dass ich ein Plugin installiert habe, das heißt TV-Perlen. Und es funktioniert so, dass andere Benutzer vom TV-Browser sehenswerte Sendungen als solche markiert haben und dann erscheinen die halt hier so. Und das ist eine gute Anregung, wenn man nicht weiß, was man gucken möchte, dass man sich mal diese TV-Perlen anguckt. Man kann selber Lieblingssendungen definieren. Das ist wie so ein Suchkriterium, was man eingibt. Man kann zum Beispiel nach Themen suchen oder nach Schauspielern oder Regisseuren. Also ich habe das zum Beispiel einmal gemacht hier für die Coen Brothers. Geht da mal drauf. Man gibt also hier oben den Suchbegriff ein, kann die Suche dann auch einschränken auf, in dem Fall Regie und Produzent habe ich das eingeschränkt. Und fertig ist das Suchkriterium. Habe ich mich hier für Hörspiele interessiert? Es geht genauso, dass man einfach hier beim Namen Hörspiel angibt. Dann werden mir alle Hörspiele in der nächsten Zeit aufgelistet. Oder ich habe hier etwas mit Sylvester Stallone angelegt. Genauso gut Sendungen, die mit Natur zu tun haben. Ja, das wollte ich eigentlich mal zeigen, wie das geht. Dass man sich selber so eine Lieblingssendung erstellt. Ich gehe mal auf Expertenmodus. Gebe ich ein China, wenn mich das interessiert. Möchte nur im Titel suchen und bin schon fertig. Jetzt hat er mir hier 7 Sendungen aufgelistet in nächster Zeit. Unter anderem Dokumentation oder ein Spielfilm hier, noch ein Spielfilm. Naja, gut. Das ist ja schon eine feine Sache. Noch
Noch schöner wäre natürlich, wenn man die Sendungen auch aufnehmen könnte hier über einen TV-Tuner im Computer. Und auch das ist möglich. Der TV-Browser unterstützt, also ist Plugin-basiert, das heißt, man kann ihn erweitern mit Funktionen über sogenannte Plugins. Und ein Plugin heißt davon Aufnahmesteuerung. Das habe ich hier installiert. Wenn man das macht, kriegt man hier so ein Filmrollensymbol in die Leiste. Und ich gehe mal auf Geräte. Es funktioniert so, dass der dieses Aufnahme-Plugin Sendungsinformationen an ein externes Programm übergeben kann. In dem Fall heißt das so. Und hier sind die Parameter, die das Programm erhält vom TV-Browser. Geht's also, man braucht natürlich den Namen des Senders, zum Beispiel Anfangszeit, Dauer, ne, mindestens, um den Tuner richtig anzusteuern. Dann muss man hier die Sender zuordnen. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite links die im TV-Browser geführten Sender und rechts habe ich die Sender, die der TV-Tuner hat. Und es ist meistens 1 zu 1 im Fall von das erste, heißt es hier im TV-Browser das erste AD, aber im TV-Tuner-Software heißt es das erste. So, hier brauche ich nicht einzustellen. Fertig. Und es funktioniert dann so in der Praxis, wenn mich dieser Film interessiert und ich den aufnehmen möchte, kann ich den zum Beispiel hier nochmal in der Detailansicht sehen und gehe dann auf Aufnehmen. Dann kriege ich nochmal ein Fenster angezeigt mit der Start- und Endzeit. Ich füge meistens hier nochmal so 10 Minuten hinzu zum Ende, dass ich das Ende auch nicht verpasse. So. Das hat er mir jetzt hier rot markiert als Zeichen und mit dem Symbol dieser Filmrolle hier. Mach das nochmal, das geht auch noch etwas einfacher. Wenn ich jetzt das hier aufnehmen möchte, kann ich rechte Maustaste auf Aufnehmen gehen. Füge noch ein bisschen hinzu. Und schon ist die Aufnahme programmiert. Das ist in dem Fall hier eine WinTV7 Software, die diese Aufnahmebefehle dann empfängt. Und ich gehe jetzt mal in den Aufnahmeplaner. Da landen nämlich dann die Filme, die ich hier programmiert habe. Und die werden dann von WinTV aufgenommen. Und wenn man dann ganz viel aufgenommen hat, dann sieht das so aus. Die kann ich auch nicht mehr alle gucken. Dafür fehlt mir dann leider manchmal die Zeit. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Bis dann.